Wir sind jetzt mal ein bisschen langsamer unterwegs, um die Kisten auch alle zu kriegen. So. Der Mond sieht übrigens sehr schön aus, wie ich finde. Falls ihr den eben gesehen habt, da hinten, ja. Habe ich die jetzt alle gekriegt? Glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Ich habe die nicht gekriegt. Das hätte nicht gepasst. 6 Kisten. Ich hätte 7 haben müssen, glaube ich, wenn ich das richtig gezählt habe. Pass auf. Da war das nämlich schon mal wieder ganz gut angebracht, dieses Zählsystem. Pass mal auf. Das sind 3. Ja, ich hätte 7 haben müssen. 1, 2, 3 und diese. Jetzt habe ich 7. Das habe ich jetzt hingekriegt. Da muss ich mal eben laufen, damit ich die nicht kriege. Genau. Tschüss. Könnte ich jetzt jederzeit in den Warp Room zurück? Ja, gut. Nicht, dass ich jetzt gleich bei 0 Leben bin, meine ich. Und dann muss ich alles normal machen. Das wollte ich mal eben probieren. So, laufen wir mal ein Stück. Rüber. 1, 2, 3 und 7. Das sah gut aus. Komm. Ne, hab ich gekriegt. So, gut. Checkpoint eingesammelt und gleich die erste Kiste nicht gekriegt. Da müssen wir rüber. Da müssen wir hoch. Die haben wir auch gekriegt. Und Checkpoint. Sehr gut, das läuft doch. Okay. Was hier für ein Betrieb ist nachts, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Habt ihr kein Zuhause? Jetzt fliegen so schon komische Bewegungen hier. Kreise. Hast du nicht gesehen? Schleifen und Pioretten. Ah, nicht gekriegt. Nein, 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 sterben, 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 sterben. Komm, ich muss mich töten lassen irgendwo. Da. So, gut. Gut gemacht, komm. Muss ich dich mal loben. Den und den. Sehr gut. Das haben wir beide gekriegt. Dann hier lang, da. Oh, okay. Die Kisten. 30 von 35. Es fehlen nur 5 Kisten, Leute. Das ist eine. 2, 3, 4. Eine noch. Das ist der Kristall, den brauchen wir auch. Eine Kiste fehlt noch. Scheiße! Och man! Es fehlt mir eine verdammte Kackkiste. Wo ich die jetzt vergessen? Ja, ja, danke. Ach man, also nochmal. Ich habe eine Kiste vergessen und ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist fast genauso schlimm. Na gut. Ärgerlich. Ach, jetzt kann ich das nicht mal nochmal wiederholen, weil ich den Endgegner erstmal machen muss. Okay. Gut. Crash, dann schnappen wir uns jetzt Dingodile. Yeah, man. Dingodile. Der ist so geil, der Typ. Ich finde ihn klasse. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Das werden wir sehen. Dingo hat eine Eigenschaft, die eigentlich in jedem Crash Bandicoot-Spiel wieder auftaucht. Er hat immer seinen Flammenwerfer bei sich, also eine Art Flammenwerfer. Hey, den kennen wir auch noch. Kommt nur her, ich werde euch rösten. So, das ist seine Art Schutz. Ach, da bin ich. Okay. Das ist so seine Standardtaktik und dann macht er jetzt Folgendes. Schießt auf uns. Also er geht immer bis dahin, wo wir sind praktisch. Und dann schießt er. So, einen noch. Komm, jetzt gehen wir schon mal ran und machen Bams. Finde ich einen sehr coolen Gegner, muss ich sagen. Der hat mir immer richtig Spaß gemacht. Das ist halt für Pillepalle. Man sieht ja genau, wo die Kugeln aufkommen. Oh, Tropfen sind das ja eigentlich mehr. So, jetzt macht er wieder seine Taktik mit den Schritten. Ne? 1, 2 Schritte. Ein Schuss. Das machen wir halt so oft, bis er da genug Platz gemacht hat. Noch einen warte ich noch. Jetzt gehen wir hier hin und bam! Das ist fies, wenn die Teile einen noch treffen würden, wenn er jetzt da. Na.
Wenn sein Teil explodiert, was hinterher dann wieder funktioniert, das ist auch sehr logisch. Und dann fliegen ja die Kristalle, was das auch immer sein soll, weg. Wenn die uns dann noch treffen können, das wäre schon mies. So, komm, gleich bist du erledigt. Einen noch, komm. Hab dich. Hast mich erledigt, Kumpel. Aber bald steht dir viel Schlimmeres bevor. Das sagst du. Neue Fähigkeit. Wir haben den doppelten Sprung. Fuhr doppelt hohen Sprung, drucke Sprungtaste. Am hochsten Sprungpunkt drucke nochmals. Also. Ja, komm, freu dich, Crash. So. Raus hier. Den probieren wir dann in dem nächsten Jump-and-Run-Level aus. Ich möchte mich jetzt ganz gerne nochmal an den Midnight-Run ranwagen. Wir haben ja noch 10 Minuten hier. Und da hätte ich ganz gerne noch die ganzen... Erstmal die Kisten, die ich hier irgendwie nicht gekriegt habe, komischerweise. Und dann natürlich noch die Zeit-Challenge. Wenn wir das beides noch hinkriegen, dann haben wir die ersten beiden Welten so gut wie es geht geschafft. Natürlich fehlen uns hier und da noch die ganzen Zeitrelikte und so weiter. Oder auch mal ein geheimer Edelstein. Aber so vom Prinzip her haben wir die dann... Ja, einmal schon mal bewältigt. Und dann finde ich, ist das ein guter Schnitt. Den will ich noch nicht haben. So. 1, 2, 3. Und das war scheiße. Bam. Sie guckt Pura an und schüttelt nur mit dem Kopf. Ja. So. Wo habe ich denn diese eine Kiste vergessen? Ich dachte, ich hätte alles gekriegt. Ganz ehrlich. Könnt ihr ja gerne reinschreiben. Wenn ich es nicht im Nachhinein schon selbst gesehen habe beim Zusammenschneiden. Vielleicht auch nicht. So, habe ich 7? Ich habe 7. Gut. Und das war schon mal keine Farbkiste. Ich nehme jetzt die noch mit. Ja. Check. Den haben wir auch gleich gekriegt. Oh, okay. Da ist eine Kiste, die wir kriegen müssen. Haben wir auch gekriegt. Oh, knapp. Aber hat geklappt alles. Hoch. Ne, den haben wir nicht gekriegt. Beide sogar nicht. Und da wäre der nächste Checkpoint gewesen. Was ich übrigens auch gut finde, dass es bei der Zeit-Challenge keine Checkpoints gibt. Weil das wäre dämlich gewesen. Weil wenn man da wirklich mal eine schlechte Zeit hingelegt hat, und dann sammelt man einen Checkpoint ein, dann müsste man ständig wieder von da aus starten, obwohl die Zeit schon hinüber ist. Das wäre kacke gewesen. Das haben sie gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe definitiv beide Kisten gekriegt und dann lande ich im Drachen. Jubidi. So. Den habe ich nicht bekommen. Drache, komm, du bist mein. Ja, so wie man die eine Animation mitnimmt, also praktisch gegen den Drachen fliegt, registriert die Figur nicht mehr, dass da noch ein anderes Hindernis ist. Und wir fliegen praktisch durch das Fass durch, was da stand. Fand ich auch interessant. Okay. So, rüber. Diesmal haben wir es hingekriegt. Checkpoint. So. Okay, mal gucken, was hier jetzt noch so ist. Noch keine Kiste versteckt. Irgendwo muss hier eine fiese gewesen sein, die ich verpasst habe. Ich sehe momentan noch nichts Schlimmes. Die habe ich jetzt vergessen, okay. Runter. Hat er wieder vergessen? Ja, okay. Diesmal bin ich mit ein bisschen Scheiße gesprungen, gebe ich zu. Aber das habe ich vorhin hingekriegt. Das weiß ich ganz genau. So, beide gekriegt. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich auch? Ach, verdammt, das habe ich nicht gesehen. Habe das rollende Fass zu spät erkannt. Gut, die Stelle ist ein bisschen tricky. Ja. Tschüss, Coco. Pura ist auch direkt mit verschwunden gerade, als ich da runtergefallen bin. Warum auch immer. So. So, diesmal haben wir es aber hingekriegt. Ach, da steht einer. Ach Mensch, auf was soll ich denn hier alles achten, Leute? 10 Leben noch. Das ist fast. Jetzt muss ich aufpassen, hier steht ein Typ. Gut.
das, die Tussi hier. Das Fass. Das Ding. Das Ding, das Ding. Das haben wir wieder alles, ne? Jetzt habe ich auch alle. Aha, interessant. Na gut, dann muss ich irgendwas vergessen beim letzten Mal. Oh, Schmusekatze. Und raus hier. So, versuchen wir jetzt noch die Zeit-Challenge. Wir haben noch 5 Minuten. Die möchte ich ganz gerne auch hinkriegen. Dann habe ich nicht direkt beim nächsten Mal irgendwie so ein blödes Zeitrennen am Anfang. Wenn höchstwahrscheinlich der Dave bei uns ist, gehe ich jetzt nochmal von aus. Ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, meine Probleme hier mit der Webcam und so weiter. Damit der Dave auch was sieht. Ne, wäre sonst doof. So, Midnight Run. Da holen wir uns jetzt das Relikt. Okay. Ansonsten müssen wir uns anders behelfen. Ich habe das damals schon anders gelöst, als ich noch keine Webcam hatte. Beziehungsweise, ich hatte noch nicht realisiert, dass ich eine Webcam hatte. Ich hatte die zwar schon vorher, bloß da wusste ich noch nicht, dass ich meine PSI Move Kamera von meiner PlayStation 3 halt, dass ich die als Webcam nutzen kann. Das wusste ich nicht. Ich habe die Zeit nicht eingesammelt. Sehr gut. Und jetzt haben wir 9. Und das haben wir dann irgendwann rausgefunden und dann habe ich halt einen Treiber runtergeladen und seitdem nutze ich die halt als Webcam. Nur leider erkennt Skype jetzt meine Kamera nicht mehr. Warum auch immer, ich weiß nicht. Und deswegen müssen wir das irgendwie in den Griff kriegen. Ansonsten nehme ich halt meinen normalen Camcorder und schließe den an meinen PC an. Dadurch kann Dave dann auch sehen, was sich hier abspielt. Das funktioniert auch. Ist nur ein bisschen komplizierter. Müssen wir mal sehen. Kriegen wir schnell wieder hin. So, und jetzt volle Konzentration hier. Zeit einsammeln. Okay. Darüber. Na, 2 Sekunden vergessen ist schon mal schlecht. Aber wir brauchen ja erstmal eine kleine Referenzzeit, würde ich sagen. Zack. Genau. Oh, Akku. Akku ist gut. Oh, den haben wir. Den auch. Das lief schon mal wieder gut. Hoch, würde ich sagen. Oh, 3 Sekunden. 2x3 Sekunden. Oh, ich habe einen Akku gehabt. Das war gerade sehr nützlich. Oh. Nein, runter. Nein! Die Bahn ist nicht übel. Hat's in sich. Okay, nochmal das Ganze. Rauf da. Rauf auf den Tiger, Coco. Klingt das pervers? Nein. Das war ganz schlecht. Das machen wir gleich nochmal. Jam, jam. Sag ich dann nur. Los, rauf. Spring! Ich möchte das ganz gerne auch schaffen. So, das haben wir. Ja doch, es lohnt sich auf jeden Fall, dafür nochmal kurz abzubremsen. Und dafür dann lieber ein paar Kisten mehr einzusammeln. Das denke ich doch. Akku sollten wir mitnehmen. Ein Akku in Ehren kann niemand. So. Da jetzt hoch. Und jetzt Gas und die 3 Kisten. Ja. Okay, das ist irgendwie schlecht gelaufen. Schon tricky hier. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt kommt die Scheißstelle. Haben wir gemeistert. Akku. Ja, Akku. Okay. Nein. Akku. Ich weiß nicht mehr. Da kommt nicht mehr viel. Oh, komm her. Komm, 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 komm. Das muss eine gute Zeit sein, bitte. Wie viel brauchen wir denn? Halt doch mal an. Scheiße. Das ist bestimmt zu viel. Bestimmt wäre 30 gut gewesen. Und, was haben wir? Was haben wir? Gold auf Anhieb! Ich bin begeistert! Sehr schön! Eine geniale Session! Ich freue mich! Okay, wäre schön, wenn noch eine kleine Cutscene kommt, aber wahrscheinlich eher nicht. Haben wir uns nicht verdient, ne? Nee, okay. Gut, wir haben 2 Welten erledigt. So gut wie es geht. Und, ja, jetzt gehen wir halt nochmal hier hin. Und, oh, jetzt sehen wir... Ach, das kann ich euch nochmal eben zeigen, oder? Zeige ich das noch nicht. Hier in der Mitte seht ihr jetzt, dass hier ein Pinökel steht. Was es mit dem auf sich hat, zeige ich euch, glaube ich, beim nächsten Mal. Wir haben die ersten beiden Welten komplett und jetzt ist da die dritte frei. Und da gehen wir beim nächsten Mal hin. Speichern wir das Ganze ab. So. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt erreicht? Würde ich mal ganz gerne wissen. 26%. Boah, das sieht doch gut aus. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
dass euch der dritte Teil von Crash Bandicoot Warped ebenso gut gefällt wie mir. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Alex sagt ciao. Und bis zum nächsten Mal.